dem Psalmen ins Herz schauen. Das ist eine Formulierung, die uns im Hymnus der Vigil zum Sonntag begegnet. Das ist die Übersetzung des Wortes Meditari. Das ist eigentlich ganz schön. Wir werden eher geneigt, darüber nachdenken oder so etwas zu sagen. Aber darum geht es nicht, über Psalmen nachzudenken, sondern dem Psalmen ins Herz zu schauen. Bei dem Bemühen, dass wir das hier immer wieder in regelmäßigen Abständen tun und uns verschiedene Psalmen vornehmen, so waren das die Gruppe der messianischen Psalmen, vor allen Dingen, wir haben zwei rausgegriffen, Psalm 110 und Psalm 2. Und nachdem wir ja im weitesten Sinn doch noch irgendwie im Weihnachtsfestkreis sind, der sich am Donnerstag nun endlich, oder nicht endlich, aber doch rundet mit dem 2. Februar, mit der Darstellung des Herrn und der Lichtmess, dachte ich, es ist vielleicht gut, wenn wir diesen Psalm 132 einmal anschauen. Einer der klassischen, nach der alten Ordnung, Vesperpsalmen. Wir haben den immer am Dienstag. Und wenn man sich hier in die Weihnachtsvesper verirrt haben sollte, dann kommt er alle zwei Tage in der Weihnachtsvesper, in der Oktav vor, immer abwechselnd mit Psalm 129. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Merkwürdige Psalmen, kann man fragen. Haben wir Weihnachten nichts Besseres zu singen? Also aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Das ist so ein klassischer Beerdigungspsalm. Vielleicht, aber nicht klassisch. Warum diese Psalmen? Warum ausgerechnet 132? Der jetzt in der neueren Zeit zu den, und da steht er in der Gruppe der Wallfahrtspsalmen, also der Lieder, die man gesammelt hat, bei der Wallfahrt nach Jerusalem kamen die zum Einsatz. In dieser Ecke steht er als der längste und am meisten durchgearbeitete Psalm. Wenn man in die alte Weihnachtsvesper hineinschaut, sowohl der römischen Ordnung wie der Ordnung der Mönche in der monastischen Ordnung, sieht man, dass wir eine Antiphon zu dem Psalm finden, die aus dem Psalm selber stammt. Also ähnlich wie wir das heute Abend auch in der Vesper hatten. An den Hochfesten, wie Weihnachten, ist das ein Zeichen dafür, dass wir es mit einem ganz alten Bestand zu tun haben. Selbst an Ostern ist das in der klassischen Ordnung nicht der Fall. Da nimmt man Antiphonen aus den Evangelien und setzt sie, kombiniert sie mit dem Psalmen. Oder wie das an heiligen Festen manchmal ist, erzählen die Antiphonen eine richtige Legende durch das ganze Offizium hindurch. Hier an Weihnachten sind es Antiphonen aus dem Psalmen selber, die uns zum Teil schon darüber Aufschluss geben, warum man diesen Psalm Weihnachten singt. Weil dieser Psalm, auch unser 132er, eine Aussage zum Weihnachtsfest macht. Wie ist das möglich? Ein Psalm, von dem wir nicht genau wissen, wie bei den meisten Psalmen, aus welcher Zeit er stammt. Einige sagen, er ist nach dem Exil erst richtig zusammengestellt worden aus zwei Teilen. Das sehen wir nachher noch. Wie kann ein Psalm des Alten Testamentes eine Aussage über Weihnachten machen? Die wussten ja noch gar nicht, dass es Weihnachten geben wird. Genau hier liegt ein Problem. Wir haben darüber beim letzten Mal schon nachgedacht. Dass die nach christlichem Verständnis, dass uns viele Texte des Alten Testamentes etwas aufschließen über Christus. Und zwar deshalb, weil sie in ihrer jeweiligen geschichtlichen Situation über sich selber hinausweisen. Sie erschöpfen sich nicht in der Situation. Wir könnten hier sagen bei unserem Psalm, ihn nur bei der Wallfahrt zum Tempel nach Jerusalem zu singen, ist in irgendeiner Zeit des Alten Testamentes, gerade in seiner jüngeren Zeit, also in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten, mit seinen Aussagen eigentlich nicht mehr schlüssig. Man hätte ihn eigentlich herausstreichen müssen, weil geschichtlich das, was hier ausgesagt wird, kann man nicht mehr nachvollziehen. Also, was meint denn der Psalm, wenn er sich nicht in der geschichtlichen Situation erklären und ganz aufklären lässt?
Deshalb ist er wohl auch aus der neuen Brevierordnung gestrichen worden. Wir finden ihn nicht mehr in der Weihnachtsvesper. Und in der neuen monastischen Ordnung, die auf dieses berühmte Schema B zurückgeht, dort finden wir noch nicht mal, habe ich heute zu meinem Entsetzen festgestellt, an Weihnachten im Psalm 110. Sogar der, der noch viel eindeutiger ist, ist da aus der Weihnachtsvesper herausgefallen. Es ist das Problem, dass wir durch eine Exegese, eine Auslegung, die nur nach sich selber versteht und die sagt, nein, die alttestamentlichen Texte dürfen nicht entwertet werden, indem man sie sozusagen als Prophezeiung versteht. Natürlich, sie nur als Prophezeiung zu verstehen, ist zu wenig. Sie haben ihren Sinn in der jeweiligen Situation, aber die allermeisten weisen über sich hinaus. Weshalb hat die erneuerte Liturgie eine alttestamentliche Lesung sonntags und sie oft genug dem Evangelium zugeordnet? Das ist auch nicht immer gelungen. Aber es den alttestamentlichen Texten sozusagen zu verbieten, zu uns Christen zu sprechen, offen zu sein für das, was in Christus geschieht, heißt, dem Auferstandenen selber den Mund zu verbieten. Was sagt er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus? Und er erschloss ihnen das Verständnis der Schrift. Es ist über mich gesagt, im Gesetz, bei Mose und in den Psalmen, dass der Messias leiden muss, lesen wir im Lukas-Evangelium. Und wir lesen im Johannes-Evangelium, Johannes 20, die Bemerkung, sie konnten das nicht fassen, als Petrus und Johannes da im leeren Grab sind und Maria Magdalena außen vor, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er auferstehen musste von den Toten. Also gibt uns die Schrift, das Neue Testament gibt es damals noch nicht. Also muss uns doch die Schrift auch Auskunft über Christus geben. Es ist ein bisschen arrogant von einer, wie auch immer sich nennenden Wissenschaft, dieses Verständnis einfach abzuschließen, aber wir sehen, dass das Verständnis, dass diese wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse so tief einsickern, dass sie sich im Verhalten der Kirche niederschlagen. Das als Vorbemerkung zu unserem Psalm. Wenn die Kirche diesen Psalm an Weihnachten betet oder auch die Woche über, dann hat dieser Psalm für uns Christen eine ganz besondere Bedeutung. Aber vielleicht hören wir zuerst einfach mal den Text. Sie haben den ja auch vor sich. O Herr, denk an David, an all die Mühe, die er auf sich nahm, wie er dem Herrn geschworen, dem starken Jakobs gelobt hat. Nicht will ich mein Zelt betreten, nicht zum Ruhen mein Lager besteigen, nicht Schlaf den Augen gönnen, noch Schlummer den Lidern, bis ich für den Herrn eine Stätte gefunden, eine Wohnung für den starken Jakobs. Siehe, in Ephrata hörten wir von seiner Lade, wir fanden sie im Gefilde von Jaar. Lasst uns zu seiner Wohnung ziehen, uns niederwerfen am Schemel seiner Füße. Zum Ort deiner Ruhe, du und deine machtvolle Lade. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden, deine Frommen sollen jauchzen. Um Davids Willen deines Knechtes weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Der Herr hat David geschworen, wahrhaftig nie wird er davon abgehen. Einen Spross deines Leibes setze ich auf den Thron, der dir verliehen ist. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren, meine Gebote, die ich sie lehre, dann sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Ja, der Herr hat sich den Zion erkoren, er begehrte ihn für sich zum Wohnsitz. Dies ist für immer der Ort meiner Ruhe. Ihn habe ich begehrt, hier will ich wohnen. Seine Nahrung will ich reichlich segnen, mit Brot seine Armen sättigen. Seine Priester will ich kleiden in Heil, seine Frommen sollen jubeln und jauchzen. Dort bringe ich Davids Macht zum Sprießen. Meinem Gesalbten habe ich eine Leuchte bereitet. Ich kleide seine Feinde in Schande, doch auf ihm wird seine Krone erglänzen. Wenn wir ganz kurz die Gliederung anschauen,
In diesen 18 Versen des Psalms haben wir zwei Hauptteile, die nochmal jeweils unterteilt sind. Von 1 bis 5 wird eine ganz bestimmte Situation erinnert. Zunächst wird Gott angesprochen, er soll des David gedenken. Man liest jetzt in den neuen Kommentaren immer schon dieses Neudeutsch, man muss sich schütteln, gedenke dem David. Der Dativ war schon immer das Problem der deutschen Sprache, aber das ist irgendwie so fremd und so, es klingt so falsch. Ich kann mich dieser Lesart nicht anschließen. Gedenke des David, heißt es eigentlich auf richtig Deutsch. Was für Mühen hat er auf sich genommen, sehen wir nachher. Er hat einen Schwur getan und dann wird der Schwur zitiert, wir sehen das an den Anführungszeichen. Der will sich keine Ruhe gönnen, er will gar nicht mehr schlafen, bis er eine Stätte oder eine Wohnung für Gott gefunden hat. Und dann wechselt der Psalm. Da ist plötzlich von einem Wir die Rede. Siehe, in Ephrata hörten wir von seiner Lade. Wir könnten jetzt, wenn wir ganz bibelfest wären, sagen, aha, das ist die erste Weihnachtsspur. Ephrata. Wo liegt das denn? Wir hören es im Matthäusevangelium, es wird zitiert. Du Bethlehem, Ephrata, bist nicht die kleinste unter den Gauen Judas. Was hat das mit David zu tun? David stammt aus Bethlehem. Und weil Josef zum Geschlechte Davids stammt, muss er dorthin zur Volkszählung. Es gibt also in diesem kleinen Stichwort, in dieser Ortsangabe, einen Bezug zu Weihnachten, aber das ist sozusagen nicht des Pudels Kern hier in diesem Psalm. Lasst uns zu seiner Wohnung ziehen. Das ist also die Lade irgendwo in der Nähe von Jerusalem. Sie wird dann nach Kirjat Jearim gebracht, das ist auch nicht weit von Jerusalem. Aber dann sucht sie, diese Lade, dieses Zeichen Gottes, einen endgültigen Ort. Und dort lässt Gott sich nieder. Und das hat Auswirkungen. Und dann gibt es einen umgekehrten Schwur. Einen Schwur Gottes an David, ab Vers 11. Eine Dynastie. Es wird immer einer deiner Söhne auf deinem Thron sitzen, wenn sie sich an den Bund halten, der geschlossen wurde, auf dem Sinai. Und dann ab 13, ja, der Herr thront auf dem Zion. Zion ist sein Wohnsitz. Und dann hören wir, die letzten Verse des Psalms ist eine Gottesrede, wie vorher schon dieser kurze Vers des Schwures Gottes. Dies ist für immer der Ort meiner Ruhe, ihn habe ich begehrt, hier will ich wohnen. Und die Auswirkungen dieses Wohnens Gottes unter den Menschen. Wenn wir das als Hintergrundfrage immer noch haben, warum ist er für uns Christen so wichtig oder warum ist er besonders auch an Weihnachten wichtig? Natürlich, dann hören wir, dass Gott will unter den Menschen wohnen. Gott findet einen Ruheplatz unter den Menschen. Aber wir werden das gleich noch näher anschauen. Was sind das für Mühen, die David da auf sich nimmt? Wir wissen aus der Geschichte, dass David den Tempel ja nicht gebaut hat. Dieses Heiligtum, das dann auf dem Zion steht. Aber er hat es vor. Wir hören vielleicht einmal in diese Geschichte rein. Wenn sie uns nicht ganz so geläufig ist, ist es gut, sich daran zu erinnern. Das ist übrigens interessant, dass der Bezug des Psalms zu Weihnachten aus dem Stundengebet verschwunden ist. In der Messliturgie haben wir das noch. Denn genau der Abschnitt, um den es hier geht und der als Hintergrund des Psalms wichtig ist, die Situation, die haben wir am Heiligabend morgens als Lesung. In der Messe vom 24. Dezember. Als nun der König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan,
Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Richter Israels, die ich als Hirten über mein Volk Israel eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt: Warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Sag also jetzt meinem Knecht David: So spricht der Herr der Heere. Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem sicheren Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe, ich verschaffte dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenart mit Ruten und mit Schlägen züchtigen. Meine Huld aber soll nicht von ihm weichen, wie sie von Saul gewichen ist, den ich vor deinen Augen verstoßen habe. Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Nathan sprach zu David genau so, wie es ihm gesagt und offenbart worden war. Das ist eine ganz spannende Geschichte. König David ist groß geworden. Er hat sozusagen eine neue Hauptstadt gegründet, eine alte Jebusiter-Festung, Jerusalem. Gehörte gar nicht zu Juda oder Israel, zu diesen beiden Gebieten. Er hat das ausgeweitet. Diese alte Festung nimmt er als Wohnsitz und er hat sich dort niedergelassen und es geht ihm gut. Überall Ruhe und das Reich ist geeint. Und ihm fällt diese merkwürdige Spannung auf, dass das Heiligtum in die Bundeslade, die ja doch eine merkwürdige Kiste ist, wie das manche Exegeten sagen, die man zunächst als Zeichen der Kampfbereitschaft Gottes mit in die Schlachten genommen hat, die verloren ging ins Philistergebiet, die dann zurückgebracht wurde und jetzt in der Nähe von Jerusalem herumsteht. Natürlich nicht herumsteht, die dort in einem Zelt ist. David will ihr einen zentralen Platz geben. Er will Gott ein Haus bauen. Dahinter verbirgt sich auch bei allem guten Willen ein Stück, sollen wir sagen, Größenwahn oder menschlicher Hochmut, als könnten wir Gott in ein Haus einschließen. Auch David kann das nicht. In dem Spruch an den Propheten Nathan korrigiert Gott die Vorstellung des David in einer sehr vornehmen und nuancierten Weise. Dein Nachfolger, dein Sohn, wird meinem Namen ein Haus bauen.
Darum wird es immer gehen bei der Tempelweihe. Ich lasse meinen Namen dort wohnen. Nicht Gott wohnt im Tempel.